Und somit willkommen zurück zu Mario Golf Super Rush. Heute mit dem nächsten Kurs. Tropfstein. Wir spielen natürlich alle 18 Löcher, starten beim 1, windstark. Lassen wir mal so. Und alles gleichzeitig spielen. Let's go. So, ich bin heute mit Donkey Kong unterwegs. Meine Konkurrenten sind Uhu, Bowser und Bowser Jr. Und es wird auf jeden Fall richtig witzig. Juhu. Donkey macht ja aber nicht so gerne Spezialsprünge. Er klaut mir das Herz, wie geil, Alter. Guck dir sowas da rein, ey. Ist aus. Ja, haut ab! Der hüpft da raus, ey. Geil, ey. Oh, das war zu weit, glaube ich. Dann gönnen wir uns mal den Birdie Session. Danke. Bowser Junior schon drin, ne? Mit 37 Sekunden. Zwei Schläge. Wow, cool. Fängt schon nice an hier. Egal, weiter geht's. Und noch zwei. Wind kommt genau von hinten, dann geht's auch bergab schön. Ja, komm da raus! War noch so weit. Ach, das Loch. Fahr doch mal weiter hinten noch. Wenn wir ein bisschen doller schlagen können. Aber wir holen uns ein Birdie und sind als erstes drin. Sehr schön. Bowser Junior verkackt ist. Noch einmal, wieso dreht er nach rechts, Alter? Ist er dumm? Da frage ich mich, wie er eben mit dem zweiten Schlag reingetroffen hat, ey. Wenn er jetzt schon 6 braucht. Weiter geht's zu Loch 3. Einfach erstmal geradeaus. Komm, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ja, Bowser kommt da angerast. Aber jetzt stellt uns dieses scheiß Felsen, ne? Okay. Man kann sagen, ich habe mich auch gut gerettet. Ich springe das da rüber, yes. Und sind als erstes am Ball. Sehr schön. Es muss hier schnell gehen. Nicht lange überlegen. Aber der Wind hat richtig krass gepustet, ey. Das war einfach zu weit. Oder auch nicht. Juhu! Und noch ein Birdie. Ja, cool. Bowser, das wird nichts. Schau mal, Buchu hier. Der trifft hier halt perfekt rein. Ne, doch nicht. War noch gar nicht schon. Okay, 11 Punkte haben wir führend vor Bowser Junior, Bowser und Buchu.
Höhner Tag! Lauf da runter, oh, spring da runter, wie auch immer. Der Spezialspiel zum Bomben ist irgendwie kurz, finde ich. Boah, scheiß Bowser. Doppelt Bowser auch noch. Ah, Ausdauer, Ende. Nehme ich das Herz hier, ich nehme das Herz. Ah, schade. Tipp eingelaufen, komm. Schade. Ah, zweiter sind wir. Ja, das ist doch schon mal gut. Mhm. Da nickt er auch, der Donkey. So, also weiter geht's dann schon, ne? Schöne Sache. Und? Hey. Komm ich hier über die Tanne, ja, ne? Müssen wir. Schöner Schlag. Ja, lauf, lauf, lauf. Wir müssen ziemlich schnell wieder am Ball sein. Büsch. Oh. Zack. Jetzt müssen wir hier über Bombenstämme hier rüber. Hopp, hopp! Zwei Schwergewichte hier. Du störst, Booster. Eigentlich müsste er jetzt da liegen bleiben, weil ich Booster getroffen habe. Wäre auch nicht, wenn man so die Leute trifft mit dem Goldball. Dass sie dann nicht einfach durchfliegen durch die Leute, sondern müssen eigentlich abreißen. Und Bowser Junior wieder hier mal als letztes wieder. Na komm, Loch 5 haben wir es geschafft. Und dann geht es weiter zu Loch 6. Wäre auch schön, jetzt einen schönen Hole-in-One schaffen können. Aber wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Der fliegt gut. Ja, ich bin zufrieden. Zack, eingelaufen. Sehr schön. Danke, Donkey. Das freut mich natürlich dann auch, wenn ich hier gut abschneide. No, komm schnell. Und der Buchu, der schämt sich. Zu Recht. Loch 7. Ich riskiere es einfach darüber jetzt mal. Schöner Schlag. Komm, lauf. Das Wind muss jetzt mal aufhören zu pusten, Alter. Ja, die kommen da durch, aber ich nicht. Das ist geil. Die fallen da runter? Ja, okay. Ja, ich lieg auf jeden Fall sehr weit vorne. So, vielleicht geht er jetzt auch rein. Das kann natürlich nice, ey. Ja, geh rein! Oh yes!
Nice! Donkey, da kannst du. Machst du es ziemlich gut, ey. Auch Bowser schafft es hier ein paar zu holen. Okay. Okay, Bowser Junior ist schon mal drin. Jetzt braucht Buchui aber hier ziemlich lang. Hm. Der ging daneben. Den Hügel nicht beachtet. Und schämt sich wieder natürlich. So, schnell weiter zu Loch 8. Und. Ja, nee, das ist nicht so riskant darüber. Weil wir da noch einen Gegenwind haben. Und eventuell gar nicht rüberkommen. Wo hat Bowser Jr. hingeschlagen, Alter, wie geil. Ich will nicht verkacken. Boah, ey. Müsst ihr mal gegen einen laufen, ey. Damit mal ausgebremst wird hier. Lauf wie ein Affe. Und nimm das Herz hier mit. Aber natürlich länger hier. Jetzt. Weil wir einfach eine Ewigkeit auch laufen müssen. Zack. Bowser Jr. weiß nicht, wo er hinlaufen soll. Natürlich, dass er gerade so beobachtet war. Jo, die sind beide jetzt drin. Bowser Junior kommt aufs Grün. Und geht noch nicht rein. Doch, er geht gerade so. Mal so reingepustet, so ein kleines Windchen kam vorbei. Aber Bowser Junior führt trotzdem noch vor den anderen beiden. Das ist geil. Oh, Loch Nummer 9. Erstmal ja, es ist einfach nur geradeaus. Po zerstört, Alter, ja Mann, geil. Donkey, ey, Bowser hat auch ziemlich weit geschlagen, muss man echt mal sagen. So, wir sind jetzt als letztes gerade. Aber wir liegen am besten. Oh, da hat einer reingetroffen. Wer war das? Bowser, ey. Krass. Oh oh, oh oh. Oh oh. Da haben wir es schon noch als zweites. Ja, immerhin. Sehr schön. Schönes Paar. Das sind jetzt noch nur Birdie und Paar, ne? Aber noch kein Boogie oder Schlächer noch. Kommt vielleicht noch. So, da haben wir die Hälfte jetzt auch schon rum. Und wir führen mit 32 Punkten. Die Hälfte, das Doppelte wäre dann 64. Ja. Schöner Schlag. Hey yo. Das wird wahrscheinlich so 28 Minuten laufen die Folgen. Juhu. Autsch. Der Rand und Zweck hier, Alter. Ah, scheiße, Stunne stört mich jetzt hier. Aber wir machen etwas Kurve und schon sind wir eigentlich auch gut
am Liegen. Ja. Na komm, geh rein, Alter. Das wäre natürlich jetzt nice. Donkey. Die sind jetzt sogar als letztes drin, ne? War 1 Minute 12, 1 Minute 12, aber wir haben 4 Schläge. Das heißt, wir kriegen die 4 Punkte sogar. Oh ja. Auch Bowser hatte auch 5 Schläge. Ui. Nice. Punkte nehme ich dann gerne. Und? So. Nein, kein. Oh, das war zu früh. Also etwas später. So hätte ich bei dieser Länge gar keinen Backspin brauchen müssen. Der ist mir zu weit das Herz. Der hüpft da durch die Pfanne, Alter. Ja, komm. Schönes Paar. Ja, immer noch das Paar gerettet, das ist so gut. Der freut sich also, der hat einen Birdie geholt. Natürlich kriegt er dann die 4 Punkte. Nehmen wir dahin, 2 mit 3, ja, 4 Schläge sind wir auf jeden Fall drin, ne? Ich weiß, dass du Loch entfernt. Ja, etwas Pause machen, der damit die Energie sich auflädt. Oh nein, schnell, wir sind auf jeden Fall sehr weit vorne. Wir kriegen noch eine kleine Kurve hier. Ein Stückchen nach links noch. Ja, das ist mein Herz gewickelt. Hier liegen sehr viele Herz, Alter. Bei so einer langen Strecke kein Wunder. Hau ab. Ich bin mehr als zufrieden hier. Das ist nicht dein Ernst. Genau auf mich drauf, ne? Das Birdie lasse ich mir nicht nehmen. So, das ist ja schon mal eine gute Führung, die wir hier ausgebaut haben. Ja, diesmal haben alle schnell getroffen. 26, 27, 28. Immer eine Sekunde später. So, weiter geht's hier mit Loch 13. Und wir müssten jetzt hier auf diesen Hebelsturm schießen, damit er dann auch hochfliegt. Oder irgendwie hochgepustet wird. Ich hoffe, es klappt auch, wie ich das so denke. Irgendwie bleibt er vorliegen. Okay. Laufen! Das ist jetzt hier hoch. Ja, easy. Auf den Grün. Das ist mehr als nur auf den Grün. Wir können jetzt hier zack wieder einen Birdie und scannen. Yes! Es macht auf jeden Fall Spaß hier, dieses Speedrun, ey. So gegen die CPU zu kämpfen. Ist auch gar nicht so einfach, ne? Oh, 5 Löcher kommen jetzt noch. Dann ist es auch wieder für heute zu Ende. Und? Ja, jetzt müssen wir da hoch irgendwie.
mit einer kleinen Kurve nach rechts vielleicht. Schöner Schlag. Die Linie da oben drauf, ja, auf der Karte sehen wir das hier da drauf. Oben links. Ja. Die liegen alle hier links, das ist gut. Wenn wir hier ankommen, bin ich schon längst im Loch drin. Gute Annäherung. Pack zum Birdie. Zack, und das war's auch schon für uns. Wir schauen mal den Buch zu. Der liegt jetzt am weitesten hinten. Vielleicht stehen wir jetzt schon ziemlich gut. Wenn er jetzt trifft, dann geht er auf jeden Fall. Oh doch. Oh, ein 100 Sekunden vor Bowser drin, ne? Oh, das waren die Arme von Bowser. Oh. Ja, da kann er sich noch weiter stehen. 51 Punkte, ich bin zufrieden. So, ein bisschen Rückenwind von der Seite noch. Und dann geht's bergab. Das war, glaube ich, zu weit schon. Über der Brücke. War echt noch viel zu weit, sag ich doch. Da glaubst du selber nicht, dass hier ein Birdie schaffen. Jetzt schnell rein, dann sind wir wenigstens weiter drin. Ja, schön. Schönes Paar. Aber trotzdem nicht schlechter als Paar gewesen. Puh. Hat er gut gemacht. So, drittletzte Loch, Loch 16, ja. Dann muss ich erstmal hier hin. Und dann mit dem Wind nach oben. Bin hier runtergefallen. Ich weiß nicht, wo die gerade sind, aber ist in Ordnung. Wo ist mein Ball jetzt? Komm. Wir sind da jetzt hoch. Aber wir liegen doch irgendwo oben. Und nicht, dass wir hier runterfällt. Warte mal, Wind schaffen wir. Und wir liegen ziemlich gut. Und er geht rein. Ah, schade. Sehr schade. Und ein Paar haben wir. Okay. So, das heißt 58 Punkte. Wir können sogar einen Kursrekord aufstellen. Bei Rookie waren 63, bei Grünbüschel waren 64 Punkte. Zwei Löcher kommen jetzt, oder? Hier und drei Punkte würden ausreichen, um 65 zu holen. So, ein kleines Stück nach rechts, genau. Hier nicht hier geradeaus die Panne stört. Aua. Ah, der klaut mir das Herz. Natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber wir sollten eigentlich ziemlich gut liegen. Eigentlich. Ah, extra etwas
Hab ich gehört. Ui. Ui. Das sieht gar nicht gut aus. Boah, zum Glück ist er nicht dagegen geknallt. Das wäre jetzt irgendwo runtergefallen. Nein! Jetzt schaffen wir die Punkte nicht mehr. Schnell rein. Nein, ich verkackte, wie dumm. Jetzt habe ich jetzt selbst verkackt. Ah, Mann. Nice. Double Boogie. Donkey. Erstmal hier kurz vorm Ende. Dafür kriegen wir leider nur einen Punkt und können keinen Rekord holen. 4 Punkte wären es jetzt 63. Oh, Donkey, dein Ernst. Das war's mit 65 Punkten. Juhu. Ja, das ist nice. Komm. Egal, wir gehen hier lang, das ist besser. War nicht optimal, aber weiß nicht, wo der jetzt hängen geblieben ist. Der sollte eigentlich noch weiter fliegen. Echt irgendwo an der Kanne noch. Schöner Schlag. Und wenn der meint, auf den Grün. Ja, komm. Was haben wir denn jetzt noch? Schlag 3. Das ist doch noch ein Igel. Birdie. Achso, jetzt haben wir Schlag 4, genau. Ah. Immerhin noch. Bis auf Loch 17 war alles ziemlich gut gewesen. Aber wir haben jetzt 59 Punkte. Danke, Donkey. Du hast es leider nicht geschafft, 65 zu schaffen. Weil du wolltest ja noch ein Double Boogie holen. Das ist sehr interessant. So, aber wir gewinnen hier. Wuhu, Vierter mit 35 Punkten. Jeweils Zweiter. Bowser Junior. Wer hätte das gedacht? Dass es so ausgehen wird. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Da müssen wir uns mal kurz reinschauen. Mit Dünenwell. Oh ja, das wird auf jeden Fall richtig spaßig wahrscheinlich hier. Im Treibsand und so im Sand hier. Also schaltet wieder ein. Damit danke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Danke euch, Basti. Light Fitness Shake. Und ciao.